Jawohl, 1, 2, ja. So, hallo und wir sind zurück hier beim Radio Okitalk Medienfestival. Es geht weiter mit einer bisschen längeren Pause. Ja, unser nächster Programmpunkt. Sehr interessant. Angekündigt war Maniolo. Gekommen sind Just Do It, ein Duo. Es sind Geschichten, die das Leben schreibt, meist Jugendgeschichten, die dann im Flow verpackt werden, mit Musik, mit Gefühl hinterlegt. Alles, das nicht jugendfrei ist, wird mit Piepston unterlegt, also da keine Angst. Aber wir dürfen uns freuen auf die musikalische und auch sprachliche Darbietung von dem Duo Just Do It. Viel Spaß, viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, schön, dass wir da sind. Yes. Schön, dass ihr da seid, weil wenn wir mir jetzt da warten und ihr nicht da wart, dann schaut man ganz schön blöd aus der Wisch. Do it, außerhalb des ursprünglichen Programmpunktes, weil ich bin mit dem Thomas jetzt schon 3 Tage unterwegs, live, und morgen sind wir in Wien abends zusammen. Und dann haben wir gesagt, dann teilen wir uns die Bühne, so fast bin ich auch noch nicht, da hat noch 2. Platz. Und wir spielen ein paar Schwenke aus unserem gemeinsamen Programm. Und losgeht wird's mit. Wir sind alle große Lichter, weil wir sind ja Leuchttürme. Die meisten wissen es noch nicht, aber es ist so. Und wie das zustande kommt, davon handelt das Lied. Der Chaos fängt an, wenn du auf die Welt kommst, dann ist mein Spaß vorbei. Du wirst lernen, wie man gescheit redet, doch sie sagen zu dir, dei, dei. Du wirst größer, kannst schon vieles, doch es ist ja noch nicht genug. Du wirst Baum besteigen und gewinnen, doch sie sitzen dir vor keinen Zug. Du wirst rennen, du wirst fliegen, hast die ganze Welt im Kopf. Doch sie fragen dich und erziehen dich und sie sitzen dir am Topf. Und das A-A heißt jetzt Pepe und das Auto ist Brumm Brumm. Das Leben kann so schön sein, doch sie halten dich für dumm. Wir sind alle große Lüchter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und transformieren alles im Scherz. Und tschüss vorbei mit all dem alten Kommerz. In der Schulzeit hast du keine Freizeit und die Hause macht eine Leitzeit. Bist von Natur aus ja schon eh gescheit, aber keiner merkt's vor lauter Gescheitheit. Dir soll es besser gehen in Zukunft, doch die Zukunft ist weit weg. Suchst in vielen schon deine Zuflucht, hast keine Lust auf all den Dreck. Und kaum hast du aus dem, musst du es lernen, einen Beruf kriegst du dann verpasst. Auch wenn's weh tut und keinen Spaß macht, Hauptsache ist das deine Pass. In das Gefühl und ein Leid, was im Detail auch kommt frei. Aber Hauptsache ist, du wirst dann jetzt gescheit. Wir sind alle große Lüchter und wir leuchten in die Welt. Nehmen unser Leben aus der Mitte, wenn man uns auch viel seicht erzählt. Glauben kein Kass mehr aus der Kiste, sagen Bild und Krone adieu. Und schon ist das Leben wieder schön. Wenn wir Mut haben und ein wenig Pulver, dann schaffen wir das miteinander. Bei jedem Lichtl, da kommt ein Hilfe. So geht das Leben im Freiheitsquart. Wir sind alle große Lichter und wir leuchten in die Welt. Und je mehr wir uns erkennen, umso weniger brauchen wir's Geld. Wir öffnen unser Herz und transformieren alles im Scherz. Und schon ist vorbei mit all dem alten Kommerz. Ja, wir sind alle große Lüchter und wir leuchten in die Welt. Leben unser Leben aus der Mitte, wenn uns auf uns euch erzählt. Wir glauben kein Kass mehr aus der Kiste. Wir sagen Bild und Krone adieu. Und schon. Und schon. Und schon. Wird's Leben wunderschön. Das nächste Stück ist schon ein älteres Ding, circa 5 Jahre her. Das heißt, gemeinsam
statt einsam. Vereine, Freundschaften, Familie, alles geht einfacher, als wir alleine. Du gehst mit gutem Beispiel voran und nimmst dein Leben mutig an. Wir brauchen dich jetzt mehr als je zuvor. Liebe und Verständnis öffnen Tür und Tor. Gemeinsam statt einsam, jetzt sind wir bereit. Gemeinsam gehen wir in die neue Zeit. Gemeinsam statt einsam, wir müssen uns vertrauen. Gemeinsam unsere Zukunft völlig neu aufbauen. Bauen, bauen. Gemeinsam statt einsam, jetzt sind wir bereit. Gemeinsam gehen wir in die neue Zeit. Gemeinsam statt einsam, wir müssen uns vertrauen. Gemeinsam unsere Zukunft völlig neu aufbauen, bauen, bauen. Mit Neid und Gier kommst du heute nicht mehr weit. Das sind alte Muster aus längst vergangener Zeit. Hilfsbereitschaft, Verständnis und Vertrauen, das sind die Werte, auf die wir heute bauen. Gemeinsam statt einsam, jetzt sind wir bereit. Gemeinsam gehen wir in die neue Zeit. Gemeinsam statt einsam, wir müssen uns nur trauen. Gemeinsam unsere Zukunft völlig neu aufbauen, bauen, bauen. Du schreitest voraus, nimmst andere Menschen mit, schenkst ihnen Unterstützung Schritt für Schritt. Du weißt den Weg in eine neue Zeit, damit alle erkennen unsere neue Wirklichkeit. Gemeinsam statt einsam, jetzt sind wir bereit. Gemeinsam gehen wir in die neue Zeit. Gemeinsam statt einsam, wir müssen uns nur trauen. Gemeinsam unsere Zukunft völlig neu aufbauen. Wir haben ja lauter Gesundmacher, die da. Die Gesundmacherten musikalischen, die Gesundmacherten mit den Moringa-Pulverl, die Gesundmacherten mit dem Hanf, die Gesundmacherten ohne Kampf, die Gesundmacherten mit dem Wort und so weiter und so fort. Und wir sind ja alle in Heilung und jetzt neulich haben wir mal gedacht, alles was wir machen, bringt uns in Heilung. Früher hätte man gesagt, irgendwie sind wir alle krank. Ja, weil wenn alles sich heilt, muss man ja alle krank sein. Aber wir sind auf dem Weg der Gesundung und des Gesundtuns. Und ich habe vor 10 Jahren, vor 13 Jahren eigentlich genau gesagt, einmal so um diese Zeit rum super heftige, geniale Sommerdepressionen gehabt. Und daraus ist ein Lied entstanden, das heißt, komm, befrei dich vom Leid. Man sieht's nicht kommen und auf einmal ist es da, wie ein ungebetener Gast. Gewusst hat man's immer schon irgendwie und sowieso,
nur dass du jetzt ausgerechnet nicht passt. Die Seele birgt sie und die Tränen rinnen viel und nichts mehr macht einen Spaß. Man kann nur rehren und man hasst dann dieses Gefühl dabei, gibt uns die Seele nur ein wenig Gas. Und wenn die Seele dann schreit, ist es für niemand erfreut. Und wenn sie schreit, tut sie's gescheit. Drum befrei dich vom Leid. Komm, befrei dich vom Leid. Ah, jeder weiß, das ist gescheit. Und hast vom Leid dich befreit. Ist in deinem Herz all viel frei. Du, ist in deinem Herz all viel frei. Du, ist in deinem Herz all viel frei. Doch wenn du durch bist, scheint die Sonne wieder für dich und das Leben von euch an. Es gibt so viele jetzt, die wacheln sehr als wie. Und am Ende sind wir alle dann froh. Es gibt keinen Grund mehr, Leid zueinander drum. Na, weil die Zeit ist vorbei. Lass einfach keinen anderen Menschen mehr was anders singen. Dann bist du nimmer ruckzuck gleich wieder dabei bei der Suderei. Na, komm, befrei dich, dann schreit. Ist es für niemand so freit, für niemand so freit. Und wenn sie schreit, tut sie's gescheit. Drum befrei dich vom Leid. Komm, befrei dich vom Leid. Ah, jeder weiß, das ist gescheit. Und hast vom Leid dich befreit. Ist in deinem Herz so viel frei. Ist in deinem Herz all viel frei. Jo, man ist einfach gescheiter, man befreit sich vom Leid. Wenn es so heiß ist wie heute, gibt es auch Sommerversion, die heißt Komm, befrei dich vom Gleit. Die spielt dann immer am Nacktbadestrand. Aber ansonsten, ja, weg mit dem Leid, aber was tun wir dann, gell? Du kannst nicht mehr sagen, es tut mir leid, weil das ist ja weg. Du kannst auch nicht mehr beleidigt sein. Das ist schon, das ist gar nicht so. Was machen wir statt dem Leid? Sollten wir uns überlegen, weil das ist bald vorbei. Eigentlich ist schon lang vorbei, die Leiderei. Und was ganz wichtig ist, diese Leiderei irgendwie loszulassen, ist, dass wir Hirn und Herz in irgendeiner Art und Weise verbinden. Und da gibt es ein wunderschönes Lied von einem Musikanten aus Norddeutschland, Stefan Stoppock. Und das gebe ich jetzt zum Besten. Das Lied heißt Tanz. Die andere Sprache, der andere Stil, die andere Meinung, das andere Gefühl. Die endlose Wüste, das ewige Eis, das Streben nach mehr um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten auf einen Erfolg. Kommen oft tausend Leiden. Du machst auf cool und suchst nach Wärme. Du bist nah dran, doch du schaust in die Ferne. Beweg dein Herz zum Hirn.
schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Aufgaben lösen oder nicht, keine Frage der Cleverness. Eher der sich hält die Welt dich gefangen oder gibt sie dir Halt. Interessiert dich dein Nachbar oder lässt er dich kalt wie das meiste, was dir täglich am Bildschirm erscheint? Und du reagierst nur, weil irgendwer meint, dass man dieses oder jenes jetzt gut finden muss. Und du es dir reinziehst bis zum Schluss und dann sitzt du völlig gezähmt wie ein Tiger im Zirkus. Für dich gezähmt bewegt dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Erzähl was von dir, was dich wirklich berührt und dem, der dir zuhört, nicht die Kehle zu schnürt. Denn wenn um dich herum alles erstickt, bekommst du selbst keine Luft mehr. Die Angst vor der Blöße, die Angst vor dem Tod reicht für ein Leben als verklemmter Idiot. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht. Das macht Spaß. So. Haben wir schon so gesagt? Hat es euch gefallen? Ah, danke schön. Ein gutes Cover, gell? Wie heißt es immer so? Wie geht's euch? Genau. Seid ihr gut drauf? Ja. Ja, dann ist es ja auch genehm drum. Hallo, grüß dich. Ja, grüezi. Ja, mei. So, über die Müllviertel ist wieder da. Das ist fein. Oh ja, genau. Das andere kommt noch. Einige bekannte Gesichter, das freut mich. Da kommen wir gleich zum Thema Vereinen, Einigkeit ins Licht bringen. Komm, Wahelsat, ein Mantra aus dem hohen Norden. Geht's bei dir? Okay, fang an. Das ist ein kurzes Break für einen Frosch im Hals. Komm, Wahelsat, komm, auch Tansa, alla Banu, alla Riken, hela Liebet, hela Trömen, alla Banu, alla Riken, hel Frieger. Komm, Wahelsat, komm, auch Tansa, alla Banu, alla Riken, hela Liebet, hela Trömen, alla Banu, alla Riken, hel Frieger, hel Frieger,
Helfriger, Helfriger. Komm, Wahlhänser, komm auch Tänzer, aller Bano, aller Riken, heller Liebet, heller Trömen. Alabado, Alariken, Helfriger, 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 Helfriger. Überall und auf der Welt erzählt es jetzt die Leid, dass jetzt kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Egal ob Süden, Osten, Norden, Westen oder rundherum, junge, alte, dicke, dünne, keiner ist mehr dumm. Wir wissen, frei sein ist Menschenrecht, frei. Welche Farbe und Geschlecht? Frei sein ist Menschenrecht. Frei sein, keines Herren mehr Knecht. Frei sein, jeder tut, was er möchte, egal. Welche Farbe und Geschlecht? Oh yeah. Egal ob groß oder klein, keiner ist jetzt mehr allein. Alle Menschen sind jetzt wieder eins in einem Dorn. Herzlich Lacher statt Bange machen, Lebenslust statt Angst. Egal wer's bist, egal was du hast, Hauptsache ist, du dankst und du warst. Frei sein ist Menschenrecht. Frei sein, keines Herren mehr Knecht. Frei sein, jeder tut, was er möchte, egal welche Farbe und Geschlecht. Frei sein ist Menschenrecht. Frei sein, keines Herren mehr Knecht. Frei sein, jeder tut, was er möchte, egal welche Farbe und Geschlecht. Komm, Elsa, komm, Tanta, Alabano, Alariken, Hela, Liebet, Hela, Römen, Alabano, Alariken, Helfriga, 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 Helfriga. Komm, Elsa, komm, Tanta, Alabano, Alariken, Hela, Liebet, Hela, Römen, Alabano, Alariken, Helfriga, Helfriga. Menschenrecht, frei sein, keines Herren mehr Knecht, frei sein und jeder tut, was er möchte, egal welche Farbe und Geschlecht, weil mir alle sind wir Freiheit ist so eine Geschichte. Frei ist man entweder oder man wird es nicht. Für Freiheit braucht man nicht kämpfen, weil wer kämpft, ist im Krieg, der ist immer unfrei. Und ich habe mich mal sehr intensiv mit so ganz schrägen, paranormalen Dingen beschäftigt. Und da bin ich auch über die Büchse der Pandora gestolpert. Und die Büchse der Pandora wird ja auch im Film Avatar sehr früh genannt. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht,
Interessant ist das schon mit dem Pixel. Darf mich mal interessieren, was da so drin ist, wenn alles heraus ist. Und ich bin in einem alten Geschichtsheftal fündig geworden. Wenn die Heimsuchungen der Menschheit und die Krankheiten und Seuchen der Büchse der Pandora heraus sind, steht am Boden unten Hoffnung. Steht in dem Bücherl. Uraltes griechisches Geschichtsbücherl. Und dann haben wir gedacht, Hoffnung ist geil. Weil Hoffnung ist die Offenheit für Schöpfung, für neue Schöpfung. H steht für Hagalas, das ist die Schöpfungsrune. Und Hoffnung, wir haben offen für die Schöpfung, sind wir offen für die Schöpfung. Und darum heißt das Lied Hoffnungsflimmern. Hey Mama, was soll ich tun? Hey Mama, schau her, ich hab lange Haar und fühl mich so allein. Hey Papa, es geht nix weiter. Papa, 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 ich mag leider keine Neider. Und wenn ich dann so in die Welt schau, dann wird's mir in der Morgengegend flau. Man kann ja heutzutage kein Menschen mehr trauen. Na, 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 alle Gesichter sind so faul und so grau. Yeah. Und das so weiter geht, geht's eine in den Drum. Die Leute, sie trauen sich ja schon gar nichts mehr so. Und weil sie wirken als wahnsinnerlich tot, steht bei so viel, ah schon, die Lebensampel auf Rot. Aber es ist eine schöne Farbe. Hey Schwester, was soll ich tun? So viel auf die ich vertraut hab, die ich aus Vollbuddel gehabt hab. Sie sind lauter Tralala. Das war das Piep. Hey Schwester, komm sag mir halt. Warum ist in der Welt da draußen an so viel Stellen noch so kalt? Doch wenn ich da so in die Reihe meine Blick, sie ist nicht groß, aber in mir drin macht irgendwas Klick, dann ist was los und ich weiß, es ist noch nicht spät. Na, 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 ich weiß genau, dass da noch irgendwas geht. Jo, nimm mein Herz und ich nimm's in den Kong. Da sind so viel und sie gehen mit allein. Und sie arbeiten genau wie ich auch an einer Welt, die natürlich war und die sie schien. So wunderschön. Hey Mama, schau wie schön das geht. Hey Papa, Papa, aufholen lass ich mich nicht. Ich will auch nicht. Wir nicht. Hey Schwester, alle tun mit, meist ist nicht nett. Hey Leidl, schaut's eng um, wie leicht es wird und wie einfach das jetzt geht. Und wenn ich da so in die Reihe meine Blick, macht in mir drin irgendwas Klick.
Und ich weiß, es ist noch nicht spät. Na, 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 ich weiß genau, dass da noch irgendwas geht. Ja, ich nehm mein Herz und ich nehm's fest in die Hand. Da sind so viele und sie gehen miteinander. Und sie arbeiten genau wie ich an einer Welt, die naturehrlich war und das ist schön. So wunderschön. 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 So schön, so schön, so wunderschön. Habt ihr mal ein wenig Zeit? Ungefähr? Mal. Ha? Neun Minuten! Halleluja! Ja, Loreti! Dann machen wir anhand der Zeit, die fortgeschritten ist, haben wir was vorbereitet. Ich mache ja ähnlich wie der Andreas, beschäftige mich auch mit Zahlen, also Andreas Körber. Unter anderem Heil singen, Heil darf man nicht sagen, aber die Leute werden es. Also ich sage es jetzt einmal so, in der Salzgrotte in Wien, jeden Dienstag, außer im Sommer. Und da singe Mantren aus aller Welt, Religion und Kulturen, bunt gewischt. Und ein Lied habe ich rausgesucht, das ist kein klassisches Mantra, aber wer es kennt, von Deva Premal. Mitten durch die Deva Premal. Stimmungsmusik, meine Lieben. Passt schon. Ja, jetzt passt. Gut, meine Lieben. Dann. The light of love. Erden. Geht's rein in die Energie. Was Besseres kann euch nicht passieren. Einschnaufer, Ausschnaufer und dazwischen das Überleben nicht vergessen. In the light of love, we are whole. In the light of love, we are home. In the light of love, we heal and sing. I will be there. We heal and sing. Die with.
Thy will be done in the light of love, in the light of love. Dann machen wir nur ein Finales und dann geben wir die Bühne frei. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 15 Jahre, in denen ich meine vorherigen 39 Jahre aufgerollt habe, war, dass wir mir alle genauso sind, wie wir es uns gewünscht haben. Also Wunschkinder. Egal, was die Oma, die Mama, der Papa oder der Onkel sagt, egal wie oft wir glaubt haben, dass irgendjemand nicht möchte, dass wir so sind. Wir sind genauso, wie wir uns erschaffen haben, dass wir uns hier durch diese Manifestation hindurcharbeiten, um unseren Job zu tun. Und deswegen sind wir alle Wunschkinder und das geht so. Ich bin ein König, seit ich da bin, auf der Welt, und das ist schön, das jetzt zum Spielen. Ich hab alles gehabt von Anbeginn an und bin ein Meister mit den Schlüsseln zu all meinen Tieren. Ich hab genau gewusst, was mir blieb auf der Welt. Sonst hätte ich mich nicht auf den schönen Planeten gestellt. Und jetzt wird's Zeit, dass ich ein Liedl drüber sing, dass mir jetzt alle aus dem alten Gespür aussehen. Ich bin mein Wunschkind. Schon von Anfang an bin ich mein Wunschkind. Jahrzehntelang bin ich mein Wunschkind. Ab jetzt immer richtig dran, weil ich jetzt nichts mehr will, sondern alles kann. Ja, ich bin mein Wunschkind. Schon von Anfang an bin ich mein Wunschkind. Jahrzehntelang bin ich mein Wunschkind. Jetzt immer richtig dran, weil ich jetzt nichts mehr will, sondern alles kann. Alles kann. Wenn ich mir die Welt halt auch so anschau, dann wird mir mit einmal warm ums Herz. Weil ich seh Menschlichkeit uns miteinander tun und nicht im Fernsehen Leid und Schmerz. Ich weiß genau, warum ich da bin und was ich tue. Drum gibt die Welt um mich herum oft schnell Ruhe. Und weil ich weiß, dass du und ich die Lösung sind, fang ich jetzt noch einmal für dich zum Singen an. Ich bin mein Wunschkind. Schon von Anfang an bin ich mein Wunschkind. Jahrzehntelang bin ich mein Wunschkind. Ab jetzt immer richtig dran, weil ich jetzt nichts mehr will, sondern alles kann. Ja, ich bin mein Wunschkind. Schon von Anfang an bin ich mein Wunschkind. Jahrzehntelang bin ich mein Wunschkind. Ab jetzt immer richtig dran, weil ich jetzt nichts mehr will, sondern alles kann. Sondern alles kann. Sondern alles kann.
Danke, ihr Wunschkinder. Ich wünsche euch noch einen wunschgemäßen, wunschervollen, wunscherfüllten, wundervollen Tag und Samstag und Sonntag und uns allen nur ein schönes Fest in diesem Nest. Die war jetzt wirklich von euch erdient, gell? Die war nicht einplant. Ja, und das ist schön. Das ist wirklich schön. Das nächste hätten wir im Repertoire, das passt zum Sommer, also Sonne, Sommersonne. Und ich beschäftige mich auch mit Maya-Wissen. Und da kann ich es ja gleich ansagen, am 25. Juli mache ich eine Maya-Aufstellung in St. Gilgen am Wolfgangsee. Also wer Interesse hat, einfach um ca. 17.30 Uhr am Wolfgangsee ankommen oder bei mir melden, thomasbonnes.at. Da mache ich eine Maya-Aufstellung. Ich brauche 260 verschiedene Zeichen. Und dadurch, dass das genau in den Sommer reinfällt. Und es so heiß ist da draußen. Es wird richtig heiß sein. Und wir haben heute noch, von heute weg kommen wir noch 12 Tage. Dann ist schon wieder Sommersonnenwende. Oh ja. Aber dann geht es erst los, also zumindest laut unserem gregorianischen Kalender, weil dann ist Summertime und darum spielen wir jetzt Summertime. Summertime. And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. My daddy's rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, please don't cry. One of this morning, you will wake up singing, and then you spread your wings. You touch the sky, but until this morning, there is nothing can harm you, 'cause your daddy and your mommy standing by. Sommerzeit und das Leben, das ist einfach. Wie soll sie hupfen so hoch und das Strohl steht schon da. Dein Vater, der ist eigsam. Und dein Mama war ganz fischig. Drum statt liebes Kinder, es gibt überhaupt nichts zum Rehren. An einem von denen morgen
wirst aufstehen und dann wirst singen. Und dann brotst du deine Arme aus und kaufst bei der Doris und beim Thomas ein. Und bis zu diesem Zeitpunkt gibt's überhaupt nichts zum Fürchten. Weil dein Papa und deine Mama stehen an Uiwei bei dir. Weil dein Papa und deine Mama stehen an Uiwei bei dir. Weil dein Papa und deine Mama und so viele andere stehen und alle vor der dir. Juhu! Dankeschön! Wunderbar, danke schön für eure Darbietung. Ich weiß nicht, ihr seid eh noch den ganzen Abend hier. Vielleicht finden wir ja die Gelegenheit, dass wir alle Musiker zusammenbringen und dann können wir vielleicht einen kleinen Jam starten. Das fände ich ganz, ganz interessant. Schön, also ihr seid jetzt seit 3 Tagen zu zweit unterwegs oder wie kam das dann? Ja, also wir haben uns irgendwo gefunden und haben festgestellt, dass uns zu zweit mehr Spaß macht als alleine. Und so ist das Duett entstanden und wir haben am Dienstag in Oberösterreich, am Montag in Oberösterreich gespielt im Schlegelberg, am Dienstag bei uns in unserem Bachbauergewölbe. Gestern waren wir in Schörfling, heute sind wir da, morgen sind wir in Wien. Und das macht gerade mords Spaß und darum habe ich gesagt, warum soll ich mich da alleine raufsetzen? Das machen wir gleich mal in einem durch. Und ja, macht Spaß, schön, dass wir da sind, schönes Wetter ist auch da, nette Leute sind da. Hörer im Radio, darf man nicht vergessen. Danke Klausi für die Übertragung. Dankeschön. Und ich grüße die Hörerinnen, weil ich habe Thomas vergessen. Super, dankeschön. Ja, man sagt ja, einer ist ein Fest, 2 sind eine Party, 3 schon fast eine Orgie. In diesem Sinne haben wir hier eh alles schon versammelt. Wunderbar, wir freuen uns auch, euch dann um 20 Uhr hier auf dem Podium nochmal zu begrüßen. Und wie gesagt, vielleicht bekommen wir das mit dem Jam hin, vielleicht mit Joe zusammen und mit vielleicht sonst noch mit irgendjemandem. Ja, im Sinne von, man bewegt nichts, wenn man sich selber nicht bewegt. Man spürt seine Ketten nicht, wenn man nicht nach vorne geht. Und vor allem, die Welt wird nicht besser, bloß weil sie sich dreht. Machen wir in diesem Sinne weiter. Es geht nun in uns zur inneren Stille. Der nächste Referent, wir dürfen sehr gespannt sein, nun referiert er eine Stunde lang und dann noch. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerverein und Museum. Aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.